Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu diesem Video, in dem wir heute mal wieder was selber machen wollen. Und zwar war ich gestern ja ganz viel auf Pinterest unterwegs und da dachte mir, ich brauche irgendwie gerade mal ein paar Deko-Ideen, weil ich wohne ja jetzt seit 1,5 Jahren hier und wir haben irgendwie nie so richtig dekoriert, sondern ich habe ein bisschen was von meiner Deko mitgebracht, mein Freund hatte noch ein bisschen was da und das war dann hier so immer kunterbunt gemischt und irgendwie habe ich gerade so den Drang nach Ordnung. Mode und Ordnung, das ist sehr selten. Und deswegen habe ich gerade so ein Bild im Kopf von Deko, die sich zusammensetzt aus Holz, silbernem Metall und Weiß, zum Beispiel Ton, Keramik, irgend sowas. Und da sollen jetzt aber hier auch ein paar Pflanzen rein, weil ich habe ja, ihr kennt es, mein ganzer Balkon ist voll mit Pflanzen. Aber hier im Wohnzimmer zum Beispiel ist halt auch nur eine Kunstpflanze und sonst keine Pflanzen. Und ich brauche dieses Lebendige und Grüne um mich herum. Und wobei doch die Tamarinde ist noch da. Ja, und dann habe ich gestern, wie gesagt, war ich auf Pinterest, lange Rede, gar keinen Sinn. Und habe dann so ein bisschen was gesehen mit so einem Sukkulentengarten in einer Pflanzschale. Und dachte mir, warum nicht? Ich bin heute direkt in den Baumarkt gefahren, habe mir da was geholt und will jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen zusammenbasteln. Aber ein kleiner Disclaimer, ich habe davon nicht wirklich Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Steine für unten drin, die habe ich vergessen. Chaos. Die Erde ist wahrscheinlich nicht optimal, auch die Pflanzenzusammensetzung wahrscheinlich nicht. Aber es soll für euch einfach so ein kleiner Impuls sein. Also ich hatte im Baumarkt gefragt, die haben gemeint, die Sachen, die ich ausgewählt habe, passen so ungefähr zusammen, weil die alle nur wenig gegossen werden müssen. Insofern hoffe ich das einfach mal. Sollte es mit irgendeiner Pflanze davon nicht klappen, wird die halt dann ausgetauscht. Aber ich vertraue einfach mal darauf, dass es irgendwie funktionieren wird. Fangen wir an. Hier mein Pflanzeneinkauf. Also das ist Kokoserde, die hatte ich noch. Da werde ich eine Schicht auf den Boden geben. Wie gesagt, ich habe keine Steine oder so gerade da, aber die gebe ich auf den Boden. Die ist eigentlich mal ganz gut für, damit sich das Wasser nicht staut und nicht schimmelt. Wobei die Pflanzen dann eh nicht so viel gegossen werden. Insofern passt das. Und es kommt noch eine Schicht ein bisschen oben drauf. Habe hier eben alles Mögliche an so kleinen Grünpflanzen, Kakteen, Sukkulenten. Hier habe ich noch einen Farn, der kommt da nicht mit rein. Das sind jetzt drei Pflanzen, die ich hier so in der Wohnung noch verteilen werde. Hier weiß ich es gerade gar nicht, wie es heißt. Das ist eine Peperomia. Nee, ach, der Piperacea. Was auch immer das ist. Und hier habe ich noch, wie nennt sich das? Eine Goldfruchtpalme. Genau, die werden aber, glaube ich, noch größer. Deswegen habe ich den Topf jetzt schon mal größer gewählt, als für die Pflanze gerade passend. Und ja, hier mal so als Beispiel, wo ich angefangen habe, jetzt so ein bisschen Gold-Silber-Deko. Und hier soll eben auch eine Topfpflanze mit drauf. Das soll wahrscheinlich da hinten auf diese Boards drauf. Und ja, habe da schon mal so ein bisschen was angefangen. Gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt erstmal versuchen, da eine schöne Komposition draus zu machen. Ja, Murka ist schon bereit und hilft uns jetzt. Es gibt ja wenig, was Murka interessiert, aber Pflanzen sind es auf jeden Fall. Murka liebt Pflanzen. Und ich habe jetzt hier schon mal die Kokoserde in eine große Schale gegeben und da ganz viel Wasser reingemacht. Das ist jetzt auch schon fast aufgesogen. Da fehlt auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen Wasser, weil Kokoserde ist am Anfang ein super trockener Klumpen und die braucht eben Wasser, damit sie hier ja, schön formbar wird und wir es gleich verteilen können. Als ich mir im Baumarkt diese Pflanzen zusammengestellt habe, hatte ich eine richtig tolle Anordnung dafür, aber an der Kasse musste ich diese Anordnung dann wieder auflösen und jetzt weiß ich nicht mehr, ups, wie das perfekt aussah. Hier waren so Augen drauf geklebt. Was ich gewählt habe als Pflanzschale ist hier so ein Flechtkorb mit Birkenholz. Also das ist echtes Holz. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön und schöner als nur die Körbe. Vor allem es gibt noch so glänzende Körbe, die gefallen mir nicht so. Und hier drin ist es halt mit Plastik ausgekleidet, damit man natürlich diesen Korb auch nutzen kann und das Wasser nicht rausfließt. Und ich gebe jetzt halt hier unten erstmal eine Schicht von meiner Kokoserde. Ihr könnt, wie gesagt, auch sehr gerne Steine oder Murmeln oder irgend sowas unten reinlegen, damit da so ein bisschen eine Wasserdrainage da ist. Wobei ich das jetzt für die Pflanzen nicht ganz so dramatisch finde. So, ich gucke jetzt nochmal, wie tief das irgendwie wird. Und ja, ich werde noch jetzt eine Schicht und normale Erde drauf geben und möchte, dass das so ungefähr dann in der Höhe alles ist, also mit dem Rand abschließt und es nicht nach innen geht.
So, ich gebe jetzt erstmal einiges an Erde rein, weil ich auch noch kleinere Pflänzchen habe. Und das kann man ja dann nachträglich einfach noch anpassen von der Höhe und Menge und so ein bisschen hin und her schieben. So, dann fange ich einfach mal mit der hier an, würde ich sagen. Mit der habe ich auch im Baumarkt, die habe ich zuerst ausgewählt. Und diese beiden größeren Pflanzen hier möchte ich an die Außenkanten jeweils machen, also an die Seiten. So, dann ja, ein bisschen was noch drunter. Das Plastik soll natürlich im Nachhinein nicht zu sehen sein. So, also einmal die hier in die äußerste Ecke. Dass sie auch so mit dem Plastik abschließt, genau. Und dann, achso, das habe ich euch gar nicht gesagt, das ist eine Kaktee. Mehr steht dazu nicht bei. Steht nicht dabei, welche Kaktee. Das ist eine Kaktee. Und das ist hier die Piperacea. Hatten wir die nicht eben schon? Genau, da hinten ist ja auch eine Piperacea. Und das Gute ist, ich weiß nicht, eine sukkulente Kaktee ist es wahrscheinlich nicht oder vielleicht, aber auf jeden Fall steht hier eben auch Topfballen relativ trocken halten und deswegen sollte das ungefähr zum Rest passen. Also ihr solltet jetzt halt nicht unbedingt mischen, dass ihr eine Pflanze nimmt, die total feucht gehalten werden muss und eine andere, die trocken gehalten werden muss oder eine, die schattig mag und andere, die eine direkte Sonne braucht. Das ist schon so, dass es ungefähr gleich ist. So, die auch ins andere Ende und die lasse ich eben auch mit dem Plastik abschließen. Dann schauen wir mal. Als nächstes hatte ich, glaube ich, das hier gewählt. Das finde ich auch ganz süß. Ich habe das eben ein bisschen abgeschrubbt, weil mir die Erde umgefallen ist. Und jetzt habe ich von dem Besen hier Haare drauf. Super. Auch eine Kaktee. Und ich habe schon ganz viele Stacheln im Finger, merke ich. So, und die ist, ich find die süß. Sieht aus ein bisschen wie so ein Moosbusch oder so. Und die hat so ganz kleine. Seht ihr das? Ja, ich habe Erde unter Fingernagel. Das passiert beim Gärtnern. Ups. Dann hatte ich die irgendwo hier dann mittig an die Seite gesetzt. Und dann mache ich ein bisschen Erde drunter weg, damit die auch wieder mit dem Plastik abschließt. So, dann mache ich das Buschige an die Seitenwand. Und ich sehe gerade, hier sind auch so ein paar größere dazwischen. Es sind nicht nur kleine. Die ist ein bisschen durcheinander. Das ist sehr schön. Ich mag das, wenn die eher so ein bisschen ungleichmäßiger sind. So. Ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen runter mit der Erde. Einfach, damit mir nachher das Wasser nicht überläuft. So. So sieht es aktuell aus. Dann, ich hätte euch das auch im Zeitraffer machen können, aber sehr langweilig. Das ist eine Havortia. Aspodelacea oder sowas. Heller Standort. Winterschutz empfohlen. Ja, da sie ja nicht rauskommt, passt das. So, die würde ich glaube, zu der hier rübersetzen. Das finde ich irgendwie schöner von den Farben. Und ich finde die eigentlich auch ganz spannend, weil das Weiße, das ist richtig erhöht, also abgesetzt. Das ist nicht einfach nur eine Zeichnung, das ist wirklich da oben drauf. Das fand ich richtig schön. Jetzt gucken wir mal wieder, ob das hier vielleicht direkt passt von der Höhe. Ja, das ist super. Das schließt dann auch direkt mit dem Plastik ab. Nachher fülle ich dann auch noch nachher so ein bisschen die Zwischenränder, aber jetzt mache ich das einmal so. Das Schöne an diesen Pflanzenarten ist so, dass sie normalerweise auch sich nicht zu sehr entfalten von den Wurzeln und eben ja auch nicht so viel Wasser brauchen und man sie deswegen ganz gut dicht besiedeln kann. So, hier steht einfach nur Grünpflanze bei. Gucken, dass ich die da vorsichtig raushole. So. Und ich würde sagen, die passt ganz gut hier hinten hin. Vielleicht kann sie auch da hin. Aber da ich hier die schon habe in der Größe, würde ich sagen, die passt ganz gut nach hier hinten. Und das passt auch sehr gut von der Höhe. Oh, hier ist eins abgeknickt. So. Seht ihr? Dann, ich habe die ganze Zeit hier einen Stachel im Finger, der ein bisschen stört, sobald ich den benutze, den Finger. Dann haben wir hier unsere kleinen Kakteen, wobei vielleicht muss ich die dann doch rüberbringen, damit wir hier nicht nur die ganzen Kakteen haben oder vielleicht wollen die auch zusammen kuscheln. Ich muss jetzt bei dem hier ein bisschen vorsichtig sein, da hatte ich schon jetzt ein paar Stachel im Finger, aber ich muss den ja auch irgendwie hier rausholen, so. Also Kinder, macht das nicht alleine zu Hause, macht es nur mit den Eltern zusammen, wenn ihr das machen wollt. So, dann lasse ich den mal so ein bisschen
Genau, so gerade zeigen. Und hier, vielleicht sieht man das, den Stachel, den ich da im Finger habe. Zick, noch ein Stachel. ich hatte das mal ganz schlimm bei einer Kaktusfeige, so eine Frucht. Und die haben ja so winzige, makroskopische Stacheln. Und da hatte ich die ganze Hand voll. Und bis ich die mal alle raus hatte, ui, ui, das hat gedauert. So, ich habe echt mehr Platz jetzt noch, als ich dachte. Habe ich noch irgendeine Pflanze vergessen? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir wahrscheinlich hier so unsere kleine Kakteenecke. Da muss dann da aber noch ein bisschen Erde drunter. Ich wollte die Kakteen ja eigentlich ein bisschen mehr verteilen, aber dann bekommen sie jetzt hier eben so ein kleines Eckchen. So, es passt doch gut dahin. Und wieder ein Stachel im Finger. Dann hier haben wir auch noch so eine kleine Lücke. Im Notfall muss ich auch mal irgendeine kleine Kaktee auch holen. Aber die Pflanzen, gut, die werden sich ja auch noch ein bisschen ausbreiten. Insofern ist es da vielleicht ganz gut, dass da auch noch ein bisschen Luft ist. Jetzt ist die Frage, mache ich das hier dahin oder mache ich... Nee, ich glaube, ich mache das hier außen hin. Der hier ist auch ganz weich, also den kann man ganz gut anfassen. Diese Töpfchen sind ja auch so süß hier, die kleinen. So, den mache ich hier hin in die Ecke und dann mache ich auch noch ein bisschen Erde drunter. Sonst verschwindet der da. So, ein bisschen andrücken. Sehr gut. Dann haben wir hier noch den kleinen. So. Und dann haben wir hier noch so einen ganz Mini-Kürbis. Kürbis-Kaktus. Kürbis, ich bin auch so ein Kürbis. So, und den. Ah, der tut auch nicht weh. Der kommt noch da hinein. So. Und das finde ich jetzt echt super schön. Also ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber ich finde es richtig schön. So, hier packe ich auch noch ein bisschen Erde dazwischen, damit er so ein bisschen stabiler ist. Und werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mit Kokoserde auffüllen. Ich wünschte fast, ich hätte hier noch ein bisschen mehr, was da ist, weil es irgendwie die Seite mehr ist als die. Aber ich denke, das passt erstmal. Wie gesagt, im Notfall kann man das immer noch mal ein bisschen auffüllen mit kleineren Sachen. Und alles mit Kokoserde aufgefüllt sieht dann so aus. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, dass diese Kakteen eben auch noch wachsen werden. Es sind ja noch ganz kleine Junge. Und ich hatte früher Kakteen, die waren alle riesengroß geworden. Deswegen, ich glaube, so klein bleiben nicht. Und auch das hier wird noch wachsen. Also es wird alles so ein bisschen dann auch ineinander wuchern, wenn erstmal ein bisschen Zeit vergangen ist. Ich gucke jetzt aber mal, ob es nicht auch schön aussieht, wenn man da noch so ein paar Edelsteine drauf verteilt. Machen wir einfach mal den Test. Ich habe jetzt mal eine Handvoll Bergkristall, Rosenquarz und Achatscheiben geholt. Und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, ob das vielleicht ganz cool aussieht, wenn man hier so ein bisschen was reindrapiert. Ich bin ja nicht so Deko, also gut mit Deko vor allem, aber deswegen ein bisschen Rücksicht nehmen. Wenn ihr Edelsteine auch nehmt, dann achtet aber bitte darauf, dass ihr keine nehmt oder nur welche nehmt, die auch für die Wasserenergetisierung geeignet sind, weil es gibt auch sowas wie Fluorid zum Beispiel, was dann einfach giftig ist in Kombination mit Wasser. Also ich muss ja sagen, dass ich Rohsteine, also so ungeschliffene Steine, deutlich schöner irgendwie finde dabei. Deswegen habe ich hier noch ein paar Aventurine geholt, die benutze ich eigentlich zur Wasserenergetisierung. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich das cool finde überhaupt mit den Steinen. Ich muss mir das jetzt einfach mal, ich muss es mal auf mich wirken lassen. Vielleicht sagt ihr auch schon, oh je, lass das, sieht ganz schrecklich aus. Vielleicht findet ihr es aber auch cool. Ihr schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich muss es einfach mal auf mich wirken lassen. Und wie gesagt, mal gucken, ob ich das so cool finde, ob ich es vielleicht auch einfach zu viel genommen habe. So, also ein bisschen um die Lücken halt zu schließen. Hier so vielleicht eine kleine Bergkristallspitze, die herausguckt. Ja, ich schaue einfach mal. Also, so sieht jetzt mein kleiner Sukkulenten-Kakteengarten erstmal aus. Wie gesagt, ich lasse es jetzt auf mich wirken mit den Steinen. Vielleicht kommen die noch alle wieder raus. Und vielleicht hat es euch hier einfach ein bisschen inspiriert, ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch die anderen Pflanzen richtig eintopfen, hier fertig dekorieren und ja, mich freuen, dass ich jetzt auch hier im Wohnzimmer wieder grünes Leben habe.
Und hier seht ihr noch eine kleine Änderung, die ich nachträglich noch eingebaut habe. Ich wollte es eigentlich erstmal nur probieren und es sah dann super gut aus, finde ich. Und zwar habe ich hier noch Moos draufgesetzt an der Stelle hier und an den Stellen. Ich hatte nämlich draußen im Balkonkasten, habe ich ja so einen Kasten, der, ja, wo halt dieses Moos drauf gewachsen ist. Und das habe ich jetzt ausgestochen und dann eben hier mit draufgelegt. Und ich finde, das rundet das Ganze nochmal richtig schön ab.